Ich muss. Du musst gamen? Ja, wie es hier aussieht, muss ich wahrscheinlich über die Leiter kommen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo überall. Ich glaube, da hinten irgendwo. Maxi? Da hinten irgendwo ist ein Steckdose. Was ab? No problem. Das ist Nero. Geldmann ist jetzt schon nicht mehr da und jetzt ist Karzik am Start. Und wie sieht's aus? Ja, er steht gerade 0-0 und Konsti führt. Und Konsti führt. Also jetzt quasi sehen wir nochmal, dass das Matchup von eben. Ja. Konsti die ersten zwei Karzik in die Hand nimmt. Konsti. Konsti hat den ersten. Ja. Weiß einer, welches. Weil ich will jetzt eigentlich spielen. Oh, Konsti wollte aber, das ist ein Kaller. Ich habe mal meinen Vorschlag zu Güter, weil ich wieder wollte. Die nächste ist da ganz hinten irgendwo an der Fensterbank. Ich glaube an der Fensterbank. Die von dir war. Die rot-weiße. An der Fensterbank lag eine, die ist beim letzten Setup. Beim ganz letzten. Guten Match am 60. Eine nächste. Ja, das ist irgendwie, ich glaube, Overheat. Ja, ich frage einfach mal, kann ich glaube, das ist mit normalen Philips. Ja, aber also, was er meint, vielleicht neue Paste drauf machen, ne? Normale Paste. Jetzt wirst du dir so vorkommen, wie ich damals eigentlich zufällig mit so einer Pegida-Demo am Potsdam Hauptbahnhof war. Nichts davon wusste und dann gerade so ein Sicherheitszimmer. Und ich dachte, ja, wo wollen Sie denn? Dann habe ich so gesagt, ich will auf Berlin. Sieht wieder gut aus für Konsti. Oder sieht wieder gut aus für Konsti. Aber mal gucken, ob das wieder ein Toss wird. Oh, das ist ein Tech-Chase. Oh! Das 2-0. Tja, dann
ich mal, dass es nicht jetzt nicht 1:1 das letzte Game wird. Das wäre schade. Das würde Konstanz vielen Wins diese Runde nicht gerecht werden. Ja. Andererseits ist Parsec da einfach auch immer sehr confident, dass er das noch ziehen wird. Und hat einfach so ein bisschen das die innere Ruhe zu sagen, naja gut, selbst wenn er welche abgibt, im Zweifelsfall wird er schon noch hinkriegen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist halt eine bequeme Position. Ja. Und mit genau der spielt er jetzt auch wieder, habe ich das Gefühl. Parsec führt zu dieser. Oh. Das Nedo. Und da hat Konstantin von der Plattform getrieben. Es darf nicht wahr sein. Magic. Das ist Magic. Das geht auch Fox falsch. Also Fox eigentlich. Ja. Aber was spielt denn die? Spielt das Amos? Ja? Von Wund? Was? Spielt Baumwolle gerade Samus oder Fox? Baumwolle spielt Fox. Weil vorhin hat er Samus gespielt. Oh! Und last stock possible, last match? In Winners Tide. Weil danach müssen die nochmal spielen. Ach so. Weil Parsec ja in Winners Tide ist. Ah. Ja, Konzi zweimal gewinnen. Aber er hat ihn ja schon. Ja, also zweimal Best of 5 gewinnen. Ja. Oh. Er hat schon wieder versucht zu tech chasen. Und da ist das 2:1. Und gehst du zum PPT? Ultimate Zeit? Nee, vielleicht. Also das ist halt ziemlich teuer. Aber 35 Euro dafür, dass man nicht fahren muss? Ne, für einen Tag. Das ja auch. Ja. Also und es geht nicht los. In so einem 128-Ein-Tag-Event ist schon. Ein Tag-Event sicher, aber es ist halt ein Vorteil, dass in Berlin ist mein Kinder. Also Ultimate habe ich leider, bin ich leider von abgefallen, weil ich keinen Bock auf online hatte während Corona-Zeit. Aber so zu einem Multigame-Event würde ich voll gerne wieder. Ich war halt bei einem da und da war viel, viel zu wenig Setups. Das ist so. Ach, bei einem Wohnzimmer hier in Berlin? Ja. Ich glaube, da warst du auch dabei. Das war in Tempelhof, glaube ich. Ach was? Ich weiß gar nicht, ob es Tempelhof war, aber ich war das sein. Das, was da so mit einer Nacht startet? Ich war halt abends, deswegen. Ja. Ja. Und dann so mit richtig schüttigen TV gespielt. Also generell für viel zu viele Leute eigentlich sein kann. Ja. Ich hab halt das Befürchtung, es wird auch bei PPT sein. Für ein Ein-Tag-Event sind 25 Leute schon spielen. Ja, wenn es halt keine Pools gibt. Keine Pools? Also Bracket Pools. Let's go! Innerhalb von. Also das vermute ich mal, dass es keine gibt. 35 Euro für 0,2 geht, let's go. Ja.
Larry Nurse da. Drive mit Single. Ich habe zuerst ein bisschen Hoffnung gehabt. Kanali hat es ja angezielt, dass nachher noch Humblebox kommt oder so. Larry Nurse hat sich ja auch ein bisschen gemacht. Und? 2-2? Ja. 2-2? Wir sind beim Last Game. Ach, scheiße, Mann. Das kann nicht wahr sein, es wiederholt sich hier einiges. Oh, Jojo. Was geht, Jojo? Jo, Jojo. Jo. Gelbe Karte, runter vom Rasen. Warum spiel ich jetzt nochmal Jojo? Ja, warum nicht? Ich kann doch keinen guten Tag. Hat auch keinen schlechten Gitarre. Vielleicht. Du kannst ja gerade gewonnen, oder nicht? Nee, bitte nicht. Oh! Was war das? So, ja, bei der. Hat Kanzi gerade Double oder Triple Stump nie getroffen? What? Er kann nur einen Stumpen. Hier ist. Das war Match. Das vierte Match habe ich überhaupt nicht gesehen. Was ist gut? Das ist unfair. Tschüss. Winner Side. And they have played before and it was the same thing. So Konsti won the first two. Okay. And then Kozik turned it. And now it was the same thing. So like. Oh damn. So that okay, this is so the first time around. Oh. Konsti lost and went to the losers, but he won losers and now he came back up. And it's the same thing. Ich habe 3-0 gewonnen. Ja. It's again like 2-2, Wunderszeit. Ist das erste? Always cool. Ja. Zeig mal, dass es close war. Aber. Ah, kann ich leider nirgendwo schreiben. Doch, das ist doch vielleicht 4-0. Ja, genau. Doch, bis. Also 3-0. 3-0? Ja. Warte, was ist los? 3-0. Das war's nicht mal. Das ist echt Sommer. Ich hab 2-0 verstanden. Kann ja keiner wissen, ne? Oh mein Gott, Konsti! Konsti ist oh, das kann ein Reset werden. Oh shit, wer das Konsti das erste Zeit gegen Dominika? Dominika. Dominika. Berlin-Dicker. Reset! Oh, Reset! Reset! We wanna see some more melee, yo. Ja. Ja, Mann. Berlin PR schon outdated. Ich habe gerade nicht so richtig aufgepasst. Sag mal, Kiras, wo ist denn dein Bruder eigentlich? Wollte der nicht kommen? Keine Ahnung, wie soll er nicht kommen? Massearbeitsstress? Keine Ahnung. Aber halt er ist ja jetzt auch hier, ne? Ja, ja, genau, ihr seid jetzt zusammen gekommen, ne? Ja. Nee, der muss nicht halt diesen Monat die Masterarbeit schaffen. Ja, ja, wie gut der wird, wie gut der ist. Ja. There's one cold one in the fridge. The other one in the fridge is not cold yet. So, choose wisely. Alright, yeah. Try to smell instinct. The coldness, I suppose. Your instinct.
No, no, say smell, it's alright. Scent. The scent. Your instincts that might be good. Quite the good call then. Yeah? Oh shit. Aber Johnson ist voll dabei, aber er hätte nicht so Bock, es bei sich zu machen, weil er jetzt halt gerade erst angekommen ist, er ist halt heute wieder aus dem Urlaub da. Ja. Und auch von da und so. Okay. Das heißt, wir würden es dann vielleicht bei uns machen. Hättest du Lust? Kommst du ja am Samstag erst wieder? Ja, genau. Ich komme dann, ja. Dann, wir wollen halt Samstagabend, glaube ich, dass wir vorhin was machen. Nee, du wolltest nur, wenn du aber der ja. Ja, Corona? Ja. Oh shit, okay. Und Dominic turned it again. 1-0. 1-0. Ich muss jetzt spielen. Danke. Ja. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Hm? Vor 2 Wochen hat Konzi das letzte Mal Weekly gewonnen, ne? Letzte Woche war er nicht da. Ja. Kann sein, ich weiß es leider nicht, weil ich jetzt letztes halt bei den Weeklys nicht dabei war. Ist halt blöd, dass der Fox noch ist. Ja, voll. Oh! Wow. Das ist auch sehr schön, oder? Einfach Boxen hier machen. Bitte? Einfach Boxen hier machen. Einfach hier einen Hexagon aufbauen. Einfach als Nebenkategorie. Ja, Money Match. So wie Schachboxen, einfach Melee-Boxen. Genau, Melee-Boxen. Aber dann müsste ich ja auch Melee spielen. Das wäre ein Problem. Beim nächsten großen Event in Berlin einfach in den Boxen. Thank you.
so angegangen mit diesem, was falsch und nicht hast, ne? Ja. Das war ja fies. Das waren so richtige fiese Methoden. Mann. Das ist noch spannend. Ja. Ich dachte auch zwischendurch, dass quasi ein bisschen souveräner aussah. Das kann es wohl sein. Oh, nee! Oh. Da wollte Konzi zu viel. Matchpoint für Parsec. Wenn man halt an der Kante ist, dass man eine bestimmte Zeit unverwundbar. Ja. Und er ist gerade ganz geblieben, hat gewartet, bis Konzi hinzukam. Ja. Und der Unterschied bei Melee und Ultimate bei der Kante ist, dass bei Melee man mehrmals unverwundbar sein kann und bei Ultimate nur einmal auf die Stage kommt. Last Stock, Game 4. Holt sich Konzi noch den Game? Ah, was ist das? Und das ist das Game. Darf nicht wahr sein. 3-2 für einer für Parsec. 3-1. 3-1 war es, ne? Aber erstes Winner-Set. Das könnte der Beginn eines Turns sein.